sind dann logischerweise in Gegenstoß Salven gelaufen. Und da soll Patrick Zieger jetzt Abhilfe verschaffen. Das ist kein Misstrauensvotum in Richtung Bruno Reguard. Wie gesagt, er ist erst 21. Mit dieser Aufstellung kommen die Stuttgarter halt auch ohne Wechsel aus. Na, eine gute Bewegung von Svensson, aber Vujovic ist da. Ball war noch nicht frei. Ja, sie kommen früh raus auf die Halben. Häfner muss den langen Weg machen. Häfner, genau da muss er hin. Er humpelt ein bisschen, nicht 100% fit. Wieder das Auflösen an den Kreis von Zieker. Das ist super gemacht von Metzner, der Stil. Wenn du das im Hinterkopf hast, gibt dir zumindest ein ganz gutes Gefühl. Ribetic. Abwehr des... Kennt man so eigentlich auch. Beim TVB mit Rubin und mit Rötlisberger, dann kann Ribetic sich vielleicht ein klein wenig mehr ausruhen auf der Halbposition. Zehn Meter. Kann Zieger einfach auch nicht ganz gegenhalten. Olsen gegen Vujovic. Mit dem besseren Ausgang für den Slowen. Häfner. Klasse Kreuzbewegung. Super verzögert von Patrick Zieger. Handball kann so einfach sein. Hat natürlich jetzt vorne echt ein paar gelungene Aktionen gehabt. Das wird auch ihm gut getan haben. Natürlich ist er routiniert. Fürs Deckungszentrum fehlt natürlich Jonas Trochanovicius, der sich leider wieder verletzt hat am Knie. Das ist ein interessanter Mann. Spektakulärer Rechtsaußen. Und da kommt er, der Einläufer. Bis auf den Abschluss war das tipptopp. Vujovic. Oh, da haben sie riesen Glück. Der war eigentlich schon weg. Metzner. Masse, die man da zur Verfügung hat im Zentrum. Das zahlt sich aus. Wow. Bärenstark, Antonio Metzner. Und die 2 Minuten wird es auch noch geben. Und dann Konzentration auf den Block, zusammenziehen. Geht super auf und irgendwie landet er bei Wissl und dann sind es 4. Dann die Statik verloren. Ganz wichtig aus Stuttgarter Sicht, dass Vujovic den hält. Wer kann da jetzt noch einen Impuls setzen? Die Erfahrenen mussten quasi durchspielen. Die wirken auch ein bisschen Platz. Vujovic muss die Kiste jetzt komplett zunageln. Bewegung ohne Ball ist das Stichwort. Schöttle, genau so. Und er zählt. Ui, Zirkusnummer. Und da sind es nur noch 2. Zellin natürlich mit und nimmt flugs die Auszeit.
extrem hohe Dynamik. Was ist denn das für ein Pass von Kai Häfner? Der hat ja gar keine Nerven. So, jetzt Häfner muss es wohl richten. Nee, Schöndle. Und alles für ihn. Und der Ball ist bei Stuttgart. Das kann nicht sein. Lenny Rubin. Eigentlich nochmal her. So, das ist die entscheidende Szene letztendlich. Vollversammlung. Ganz schwieriger Wurf. Den hat Verlin. Und Metzner. Ist das bitter. Es ist mindestens ein Unentschieden für den TVB Stuttgart. Overjordel. Und Lenny Rubin hat ihn. Und das ist der Sieg für Stuttgart. Und sie müssen draufgehen. Sie haben keine Zeit mehr. Sie hätten sofort draufgehen müssen, die Erlanger. Und die Stuttgarter kriegen das tatsächlich nach Hause. Wie bitter kann man ein Spiel verlieren? Wie bitter kann man ein Spiel verlieren? Alle Spiele live und auf Abruf bei dein.de.